Grüßt euch. Was darf man eigentlich, wenn man krankgeschrieben ist und was nicht? Hier gibt es ganz viele Fehlvorstellungen, sowohl bei Arbeitnehmern als auch bei Arbeitgebern, denen wir in diesem Video in aller Kürze auf den Grund gehen wollen. Wenn dich generell solche praktisch relevanten Fragestellungen aus dem Arbeitsrecht interessieren, abonniere doch gerne den Kanal. Kurz runtergebrochen, man darf alles während der Arbeitsunfähigkeit, was dem Heilungsverlauf nicht entgegensteht. Das heißt, es kommt immer auf den konkreten Grund der Arbeitsunfähigkeit an, ob man jetzt diese Tätigkeit tun oder unterlassen darf. Wenn man zum Beispiel Grippe hat und unter Fieber und Schüttelfrost leidet, dann ist es sicherlich nicht gesundheitsförderlich, wenn man im Winter dann im T-Shirt draußen rumläuft. Hier müsste man sich schon warm halten und gegebenenfalls vielleicht auch das Bett hüten. Wenn man wegen eines gebrochenen Armes arbeitsunfähig ist, dann sollte man zum Beispiel auch nicht ein Heavy-Metal-Konzert und dort den Moshpit aufsuchen. Wenn man allerdings eine psychische Erkrankung hat, also beispielsweise aufgrund Mobbings beim Arbeitgeber hat man eine Depression, dann kann es in dem konkreten Fall sogar förderlich sein, auszugehen, Sport zu machen oder abends auf eine Feier zu gehen. Vorsicht allerdings zum Beispiel bei Alkoholkonsum. Hier gab es schon Rechtsprechung, die gesagt hat, dass der Alkoholkonsum an sich bereits gesundheitsschädlich sei und deshalb auch eine Feier mit Alkoholkonsum eben bei einer psychischen Erkrankung nicht angezeigt sei. Auch dürfte man in einem solchen Fall grundsätzlich eine Nebentätigkeit bei einem anderen Arbeitgeber nachgehen, auch wenn man bei dem Arbeitgeber, bei dem man eben diese Mobbinghandlungen erfahren hat, arbeitsunfähig erkrankt ist. Denn die Arbeitsunfähigkeit ist auf die konkrete Tätigkeit bezogen. Das heißt, grundsätzlich müsste auch der Arzt immer bei der Untersuchung nachfragen, was genau ist denn eigentlich die geschuldete Tätigkeit, um überhaupt beurteilen zu können, ob eine Arbeitsunfähigkeit vorliegt oder nicht. Aus unserer Erfahrung machen das die Ärzte allerdings häufig auch gar nicht. Das heißt, dass zum Beispiel auch eine Produktionsmitarbeiterin, die grundsätzlich hart körperlich arbeiten muss, also schwer heben muss, wahrscheinlich mit beiden Händen, aufgrund eines gebrochenen Handgelenkes die Tätigkeit bei ihrem Arbeitgeber nicht ausüben kann, deshalb arbeitsunfähig für diese Tätigkeit ist. Diese Arbeitnehmerin kann aber für eine Nebentätigkeit, zum Beispiel in einem Abendsekretariat, bei der sie ihre Arbeit vom PC aus erbringt, theoretisch arbeitsfähig sein. Fazit: Am Ende wird es immer auf die konkrete Erkrankung ankommen. Und es empfiehlt sich natürlich auch, den Arzt konkret zu fragen, was ist denn jetzt hier gesundheitsfördernd und was steht dem Heilungsprozess entgegen. Das heißt also, dass pauschale Aussagen, wonach man immer das Bett hüten müsse, wenn man arbeitsunfähig erkrankt sei, schlichtweg falsch sind. Wenn dir dieses Video gefallen hat oder wenn du noch Fragen oder Anregungen hast, dann lass doch gerne ein Like oder einen Kommentar da. Ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video. Bis dahin, ciao.